So, liebe Leute, weiter geht's heute. Okay, warum laufen da unten unten da Barca-Trikots? Ich wundere mich gerade. Okay, weiter geht's heute mit dem Spiel gegen Arminia Bielefeld und ja, da gucken wir mal, wie wir da heute. Punkt, ich glaube, das sieht wir gegen 2-2 aus. So. Und jetzt geht's weiter. Ligaspiel Nummer 22, ja, 22. Aktuell sind es gute Vorsprung auf da ganz unten 24 Punkte, sind noch 8 Spiele. Sind 24 und 8 Spiele dann quasi bei 34, müssten es auch 26. Ja, ich denke, wir machen einen Riesenschritt in Richtung, um hochzugehen. Wenn wir jetzt hier nach 180 Spiele gewinnen. So, jetzt geht's weiter mit dem Tab gegen den Tabellen 9. Oder auswärts beim Tabellen 9. Das dritte Auswärtsspiel jetzt hintereinander. Ne? Also, jo. So, und ich werde ein bisschen durchwechseln mal. Tommy hat heute mal seine Situation. Tommy hat heute mal seine Chance versuchen wir von Anfang an mal reinzubringen. Ich rotiere mal auf drei Positionen, damit ich einfach mal auch ein paar Spielern eine Chance gebe, die mal nicht so häufig zum Einsatz kommen. Das heißt, rotieren, ich wechsle auf drei Positionen durch. Einfach mal Spieler, die auch eine kleine mal eine Chance von Anfang an verdienen. Ja, nächstes Spiel, wie gesagt, in Bielefeld, Spieltag Nummer 22. Und der nächste Schritt soll es Richtung Bundesliga-Aufstieg gehen. Das ist das große, große Ziel. So, egal. Komm, weiter geht's. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Der Regen will heute einfach kein Ende nehmen, liebe Fußballfans. Aber ich begrüße Sie dennoch sehr herzlich zu dieser heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Arminia Bielefeld gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende finden kann. Von ihm erwarten wir heute einiges. Wie wichtig er für sie ist, zeigt natürlich auch der Blick auf die Statistik. 25 Tore hat er in dieser Saison schon erzielt. Bestwert, teamübergreifend. Und mit der Nummer 14, Johann Simon. So, alle Spieler klatschen sich ab. Wie gesagt, unentschieden, glaube ich. Ich meine, 1-1 wäre es ausgegangen, aber ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Mal gucken, ist aber egal. Oder 2-2, ich weiß es nicht. Oh ja, auch heute wieder. Sie wollen geballt vor dem eigenen Tor stehen. Das ist nicht immer attraktiv, aber häufig erfolgreich. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke. Drei Wechsel auf der Position, einer auf der Bank. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. So, weiter geht's. Spiel Nummer 22 in dieser Saison. 12 Spiele haben wir noch. 13 inklusive diesem hier. Zumindest nur in der Liga. Sie verlieren den Ball. Aber das ist, wie gesagt, das ist mal die oberste Priorität hier in der Liga, so gut wie möglich zu bestehen und dann halt, wie gesagt, den Aufstieg klar zu machen. Ah, schade. Ja, da ist er zur Stelle, Ball gewinnen. Oh, schön gelöst. Auswärts haben sie ja zuletzt gewinnen können. Heute soll eine ähnliche Leistung her. Da gab es ja wieder der Ball. 3:1 Erfolg zu bejubeln. Heute wird es, ich vermute, schon ausgeglichener zur Sache gehen. Ich tippe auf eine Rebellion.
Na, wäre auch nicht tragisch, wenn es so schön das gehen würde. Und dann plötzlich die 1-0-Führung für Bielefeld. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Ja, das wird ich für eine Folge, was wir nicht zu Null schaffen. Wir haben zweimal nicht den Ball auf die Außenbahn rausbekommen. Und dann, ja, wieder der Fehler da in der Innenverteidigung. Mustafi, der Torschütze vom letzten Spiel. Aber nach 8 Minuten schon die Führung für die Bielefelder. Ah, der Ball ist ein bisschen frei. De Rosso! 12. Minute. Fußball sieht nach vielen Treffern aus. Unentschieden. Die Truppe hat Charakter. Sie schlagen direkt zurück. Ja. Und so musst du ein. Und da konnte ich nicht querlegen, weil da war die Bahn sehr, sehr frei auf einmal. Und deswegen nutze ich die Situation. Jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Yes. Naja, zumindest mal direkt zurückgeschlagen. Tor Nummer 9 für ihn. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1 zu 1. Schalke 04, die Nummer 16, Javairo Del Rosso. Auf jeden Fall ist mal die Aufgabe, oder den direkt gekontert, quasi nicht lange hinterherlaufen, sondern direkt dran. Ja. Nach dem Team gut für sie aus, auch wenn sie noch einige Spiele vor der Brust haben. Ja. Aber so souverän, wie sie in dieser Spielzeit bisher auftreten, da fällt es wirklich schwer zu glauben, dass sie nochmal einbrechen. Versuchen wir es mal. Da kommt der Pass. Und Tommy, der heute in der Startelf steht. Falls es auch Tommy war. Und es gibt natürlich Einwurf. Der Rosen, ja, der mal wieder ein bisschen Platz auf Tommy hat. Vielleicht kriege ich es jetzt noch hin. Vielleicht die Führung jetzt. Ah, schade. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Zu lang. Ja. Kein besonders guter Abschluss. Schade, war gut gespielt. Latzer. Ah, der lässt sich zu sehr ausspielen, zu schnell ausspielen. Das wieder der. Jetzt ist er auf und nach vorne macht er das Tor. Den Schuss. Nächste Chance für Bielefeld, wieder in Führung zu gehen, nach einer guten halben Stunde. Aber der Ball geht noch knapp vorbei. Dragovic, Latzer. Das ist das Gute an heutigen Stadien und am heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Dann Tommy. Tor! Spiel gedreht. Ja, bester Sturm der Liga. Kraft zum 3-1 gegen Wieding in Dresden. In Dresden, in Regensburg. Und jetzt zur Führung in Bielefeld. Gegen Frankfurt traf keiner. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und dann plötzlich das Tor zum 2-1. Ja, gut gemacht auf jeden Fall. Hauptsache, man führt jetzt erstmal auch in Bielefeld. Also wie gesagt, den nächsten Schritt machen in Richtung Aufstieg. Das ist das Wichtigste. Fünftes Ligator. Also Erik Tommy. Die Nummer 8, Erik Tommy. Bekommt den Ball technisch stark gemacht hier, auch unter Druck. Ja, gut gemacht. Wie gesagt, Spiel ist gedreht. Wir haben führt ja zumindest mal. Ja, das ist ein guter Pass. So, Richter. Ja, da passt der Verteidiger auf gegen Erik Tommy. Nächste Ecke. Dragovic. Leider nicht ganz
in Richtung Tor. Der Rückkehrer an die Startelf, der ja seine letzte Spiele Schritt bestreitet für uns. Der nach der nächsten Saison, glaube ich, in Burnley, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch sein Geld verdienen wird in England. Und Tor! Ausgleich Bielefeld, 43. Minute. Du kriegst das Ding da hinten nicht zu, per Zugriff, kein Zugriff drauf. Und dann machen sie das Ding ins lange Eck. Eigentlich war das Ding positiv jetzt gedrückt. Ja, gegen Dragovic, gegen Mustafi und dann ab rein damit ins Glück. Er nimmt das kurze Eck. Tor Nummer 7 für Junior. Es ist ein enges Spiel und Mann, das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Ah, der ist, Glück gehabt für die Bielefeld, dass der Ball noch wegspringt. Und dann steht es hier 2:2 zur Pause. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Mann! So ein blödes Ding noch gefangen. Mein. So, Zwischenstand in einer Parallelpartie. Darmstadt wird in München mit 1-0 schon. Und hier wird 2-2 und hier geht's weiter. Zwei läuft. Schalke hat angestoßen. So, mal gucken. Ob wir auch gegen. Ob wir tatsächlich Bielefeld der einzige Gegner ist, den wir nicht schlagen können diese Saison. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir das erste Spiel unentschieden können. Müsste ich aber nachgucken. So, auf geht's. Aber egal. Marco Richter. Aufgabe ist zu lösen. Wir wollen noch den Treffer vom Richter hier sind. Chance lebt noch. Ah. Das sah gut aus. Klasse, dieser Wolle. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Na gut, 50 Minuten. Die große, nächste große Chance hier wieder in Führung zu gehen. Am Ende geht der Transfer also über die Bühne. Da gab es ja schon länger entsprechende Gerüchte. Gut möglich, dass das seine letzte Karrierestation ist. Ich wünsche ihm ein tolles. Ach Mann! Der Ball kommt hoch rein. Junior. Jetzt hat er halt. Scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Schoss zum Konter jetzt. Gutes Ding, Glatzer. Ah, der Ball ist nicht schlecht, der ist ein bisschen. Und Latzer! Und wieder den Klima. 58. Minute. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Schön aufs kurze Eck gesetzt und der kommt mit der Fußspitze noch ran. Scheiße. Ecke kommt in den 16er. Nächste Ecke. Der Rodde. Nächste Ecke jetzt. Der Ball kommt rein. Das war kein guter Kopfball. Klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut. Sind 60. Minute, die nächste große Chance. Wir sind ja momentan ja drin in der Partie, aber halt, du musst es halt ja, irgendwo auch nutzen, Junior. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Hab dich. Da kann erklären, aber der Ball kommt leider nicht dahin, wo er hingehört. Sauber vom Ball getrennt hier. Latzer, sehr gut. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Ah, schöner Ball auf Richter. Das sieht vielversprechend aus. Mmh. Schön verpasst, aufgepasst vom Verteidiger hier. Der Ball ist weit weg. 68. Minute. Also hier muss langsam mal was passieren. Vielleicht passiert ja auch was. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Marco Richter. Gerode. Schöner Pass jetzt. Ball auf De Rosun, der aber mit Tempo da vorbeigehen kann. Marco Richter. Richter. Ganz stark abgeblockt. Nicht in, nicht genau da durchkommt. Jetzt wird's gefährlich. Da ist die Reingabe. Und das nächste Chance, Bielefeld. Also so ganz durch ist das Ding ja hier noch nicht. Da. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Jetzt haben sie den Ball. Und der Ballverlust. Bisschen zu weit, dieser Ball. Da rollt der Ball ja nur. Ja, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben. Hiermit war wirklich eine Chance.
Zuge, holen sie sich da den Ball. Klasse. Terodde. Geht hier noch eine Mannschaft ins Risiko. Der nächste Treffer. Ach Mann. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Richter. Ja! 3-2, Terodde. Nee, Tommy. Spiel wieder umgedreht. Dieses Tores, erst der Pass nach hinten und dann haben sie das 2 gegen 1 und da bist du als Torhüter achtlos, wenn yes. das Tor ausgespielt wird. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand, seine Mannschaft macht Tor Nummer 6 weg, Tommy. Puh, Gott sei Dank. Mal ein bisschen was noch auf, noch ein bisschen was probieren. So, dann wechseln wir jetzt dreimal. Haben wir ja die Möglichkeiten jetzt. Richtig gut. Das ist die Führung. Einfach nochmal was probieren. Tor Schalke 04. Jetzt wollen die Fans hier nochmal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch nochmal die letzten Kräfte... Vielleicht. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Die Nummer 16. Guter Ball nach draußen. Wir lassen den Ball da jetzt gut laufen. Ganz so, Dragovic. Die letzte reguläre Spiel. Es ist aber auch keiner, der mitgehen wird. Doch, Richter hier nochmal. Die Zeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute oben drauf. Jetzt vielleicht die Flanke. Die Gelegenheit. Tor! Feierabend! Gambula macht den Sack hier zu. Ja, ja, der erste Ball war schon, ging eigentlich schon vorbei und dann steht er noch zum, steht kurz noch ein Stürmer am zweiten Pfosten. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Ja, dann ist hier Feierabend. 6. Saison, da ist er Gambula. Und hier ist jetzt Finito. 3 Punkte gehören uns. Schlusspfiff für diese Aufgabe gelöst. Am Ende wird es also ein knapper Sieg. Sie haben eine gute Leistung gezeigt, spielerisch wirklich überzeugend und auch die Nerven stellen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein. Nö, also zumindest haben wir da den Schritt in Richtung Aufstieg erstmal zumindest suchen. Schalke jetzt über außen. Ah, oh, das könnte es sein. So, und ja, unverdient war es definitiv nicht, wenn man die Statistiken sieht. Und hier ist es bei dem Endstand geblieben. Darmstadt gewinnt in München mit 1-0. Und weiter geht es heute Europa League. Und wir haben als Gegner den SC Braga in der Runde der letzten 32. So, und das ist das, was uns dann jetzt ins Haus steht. Also nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder und ja, schaltet ein. Bis dahin und tschüss.